Heute die erste Reaction. Affenpocken breiten sich aus. Ein sehr kritisches Thema. Die Dame hat 4000 Dislikes bekommen. Keine Ahnung, wieso. Was hat sie gemacht? Ich bin gespannt. Ich habe mich auch mit dem Thema bis jetzt gar nicht befasst. Also ich bin nervös, ängstlich und alles zugleich. Wie sag ich das jetzt am besten? Die Affenpocken gehen gerade erst los. Spaß, schlechter Witz. Genau darüber müssen wir jetzt mal ernsthaft sprechen. Ich weiß, gerade hat niemand Lust, was über ein neues Virus zu erfahren. Aber durch Verdrängung werden die Sorgen ja auch nicht besser. Wie gefährdet sind Kinder? Muss man sich impfen? Ey, boah, ich dachte auch, bin ich in einem falschen Film? Ist das April-Scherz oder so? Hat die ganze Welt sich verbündet, um einen Joke zu machen? Corona ist gerade dabei, wegzugehen? Kennt ihr das so, wenn halt eure Eltern in euer Zimmer gucken und dann die lassen Zimmer offen und gehen weg? Wenn dieses Zimmer noch offen stand, weil der Letzte sie offen gelassen hat, sind die Affenbocken jetzt da reingekommen. Wieso könnt ihr eure Tür nicht zumachen? Ich bitte euch! Lassen. Sind Affenpocken sexuell übertragbar? Und natürlich kann das jetzt eine neue Pandemie werden. Holt euch einen Tee, wir steigen durch. Ich habe gar keinen Bock. Bitte, sie sagt nicht, dass das irgendwas Gefährliches ist oder so. Oder es sein könnte, dass sich Leute bald wieder wegen Klopapier prügeln. Ende Mai wurde diese Stellungnahme zu den Affenpocken veröffentlicht, an der sich mehrere medizinische Fachgesellschaften beteiligt haben. Hier wird rasches und konsequentes Handeln gefordert. Ist kurz und knackig. Ich gehe das einfach mal mit euch durch und kommentiere es noch ein bisschen. Hintergrund. Rund 250 bestätigte Fälle weltweit steht hier. Das ist der Stand. 250 bestätigte Fälle weltweit. Das ist ja eigentlich an und für sich eine relativ geringe Nummer. Aber wenn man halt bedenkt, dass das ein Virus oder eine Infektion ist, kann sich das ja ganz schnell ausbreiten, oder? Also sogar wenn das nur 5 Personen haben. 24. Mai, zum Zeitpunkt dieses Videos, 2 Wochen später, sind es schon mehr als 1000 Fälle weltweit. Wobei 1000 Fälle auf der ganzen Welt dürften uns seit Corona nicht wirklich schocken. Oder? Achtung, doch. Neu. Grundsätzlich sind Infektionskrankheiten nicht gleich Grund zum Schock. Die meisten von uns haben ein Immunsystem, das gut funktioniert. Wir haben Impfungen, wir haben Medikamente. In FFM gibt's auch schon Fälle. Es gibt in Deutschland schon Leute mit Affenpocken? Ich bin todesverwirrt, aber man stirbt jetzt nicht davon, oder? Also sie erklärt es wohl wahrscheinlich gleich. Sass wird's. Sorry, ich habe noch nie das Wort Sass verwendet. Man hat das gemerkt, dass sie das zum ersten Mal verwendet, das Wort. Und fühle mich gerade wie ein Boomer. Liebe Kinder, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob Viren auch Sass sein können oder ob ich es bitte nie wieder sagen soll. Danke. Also, verdächtig wird's, wenn Krankheiten neu sind. Also entweder, wenn sie wirklich neu sind, wie SARS-CoV-2, oder wenn sie sich neu verhalten, wie die Affenpocken. Neu bedeutet nämlich, dass unser Immunsystem damit nichts anfangen kann und dass wir wahrscheinlich auch nicht oder nicht ausreichend Medikamente oder Impfungen haben. Er hat auch SARS komplett falsch benutzt, gell? Ich meine, wie? So voll unpassend. Wieso? Und dann kann das gegebenenfalls gefährlich werden. Was genau ist also an den Affenpocken neu? Eins nach dem anderen. Neue, alte Affenpocken. Affenpocken sind nicht zu verwechseln mit den Menschenpocken, also mit den ganz normalen Pocken. Die sind zwar verwandt, aber die normalen Pocken sind viel gefährlicher und tödlicher. Also die normalen Pocken sind viel gefährlicher und tödlicher als Affenpocken. Aber Menschen kriegen doch voll oft normale Pocken. Also kann das ja nicht so krank gefährlich sein, oder? Ich glaube, Arzt wird nicht aus mir, Digga, so wie schwer vom Begriff ich bin. Die Pocken gelten dank einer großen globalen Impfkampagne seit 1980 als ausgerottet. Die Affenpocken wurden 1958 im Labor bei Affen nachgewiesen, daher der Name. Eigentlich ist das Virus aber bei Nagetieren zu Hause. Also sinnvollerweise müssten die Nagerpocken heißen. Wir haben es also mit einer Zoonose zu tun. Mit einer Krankheit, die von Tier zu Mensch oder andersrum übertragbar ist. Nein, normale Pocken gelten als ausgerottet. Ach so, weil sich alle dagegen geimpft haben und so und weil es gefühlt niemand mehr hat, richtig? Ach so, Windpocken, normale Pocken und Affenpocken ist alles was Unterschiedliche, richtig? Dieses Überspringen von Tier auf Mensch beobachten wir vor allem in einigen afrikanischen Ländern. Dort gibt es immer mal wieder lokale Ausbrüche, weil die Viren dort endemisch, also heimisch sind. Genauer gesagt gibt es 2 Abstammungslinien des Virus. Eine ist in Westafrika endemisch. Nein, Windpocken sind auch menschliche Pocken. Ey, ich bin todesverwirrt. Ich schwöre. Ich glaube, ich habe euch mit der Reaction und dem Video gerade bis jetzt nicht weitergeholfen. Ich habe euch nur noch mehr verwirrt. Demisch, die andere in Zentralafrika. Die westafrikanische Variante verläuft normalerweise mild. Das ist die, die jetzt auch bei uns und in anderen Ländern angekommen ist. Dementsprechend sind bisher auch alle bekannt gewordenen Fälle ohne Komplikation verlaufen.
Neu ist jetzt aber, dass doch so viele Fälle gleichzeitig in nicht-endemischen Ländern auftreten, ohne erkennbare Verbindung zu Westafrika. Voll komisch. Achso, deswegen meinte sie SARS. Doch, war dann eigentlich schon richtig eingesetzt, theoretisch gesehen. Das Virus scheint sich stärker zu verbreiten als sonst. Warum? Mögliche Gründe für die neue Situation. Option A, unsere Immunität hat sich verändert. Hat sie tatsächlich auch. Die Pocken und die Affenpocken sind verwandt genug, sodass jemand, der gegen Pocken geimpft ist, auch einen gewissen Immunschutz gegen Affenpocken hat. Das ist ja nice. Hä, tot ist nice. Kreuzimmunität. Da die Pocken aber erfolgreich ausgerottet wurden, wird inzwischen nicht mehr gegen sie geimpft. Das heißt zum Beispiel, ich als Baujahr 87, SAS, wurde nicht geimpft. Bro, bitte, sie soll allen aufhören, SAS zu sagen. Ich bitte sie. Also sie wirkt auch sympathisch und so, aber einfach stopp. Keine Pockenimmunität und viele andere Menschen auf der Welt auch nicht mehr. Option B, das Virus hat sich verändert. Möglich. Wir wissen ja von Corona, dass sich Viren verändern und anpassen können. Affenpockenviren sind jetzt DNA-Viren. Die können nicht ganz so schnell und häufig mutieren wie RNA-Viren, zu denen Coronaviren gehören. Das verringert die Wahrscheinlichkeit. Bro, guck doch mal, was sie labert. Ich verstehe die Leute gerade nicht, die im Chat schreiben, ich soll das Video auf 1,5 Geschwindigkeit gucken. Voila, seid ihr Einsteins, dass ihr dann noch versteht, was sie sagt? Wir kommen ja so schon fast nicht hinterher, Digga. What the fuck? Wahrscheinlich bei zweifacher Geschwindigkeit verstehe ich noch, was sie sagt, gell? Kleinigkeit aber schließt nicht aus, dass sich das Affenpockenvirus an den Menschen besser angepasst hat oder noch anpassen wird. Option C, unser Verhalten hat sich geändert. Vielleicht gibt es jetzt irgendwo Kontakte zu Nagetieren oder anderen Überträgern, die es vorher so nicht gab. Überhaupt trägt menschliches Verhalten zum allgemeinen Pandemierisiko bei. Klimawandel, Abholzen von Wäldern. Laut dieser Studie treffen auf der Suche nach neuen Lebensräumen immer... Spiel rückwärts ab, Bro, dann verstehen wir noch mehr. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Bardosch. Sehr, sehr klug, gut mitgedacht. Immer häufiger Spezies aufeinander, die sich sonst nie oder kaum begegnet sind. Gelegenheit, um Krankheitserreger auszutauschen. Das kann auch bei uns Menschen dazu führen, dass wir immer häufiger mit verschiedenen Wildtierarten in Kontakt kommen, weil wir die Ökosysteme um uns herum dramatisch verändert haben. Vor allem mit Fledermäusen und Raben haben wir viel engere Begegnungen und... Also heißt das von dem, was ich raushöre, das ist nur der Anfang vom Spaß und es könnte sein, dass bald noch viel mehr Viren und irgendwelche Bakterien und was weiß ich was folgen, die uns befallen könnten? Das ist ey Digga. Khair inshallah, denke ich mal. Und diese Tiere tragen eine Reihe von Viren in sich, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Sie können von einer Fledermaus auf eine menschliche Population überspringen. Wir haben es bei SARS, MERS, bei Influenza-Viren und gerade jetzt beim Kampf gegen Covid-19 gesehen. Okay. Influenza-Viren. Alle drei genannten Optionen können natürlich auch gleichzeitig auftreten. Warum genau die Affenpocken sich jetzt... Jindawi-Virus. Stellt euch vor, bald, du musst dich einfach gegen jede einzelne Menschengruppe impfen sogar. Jetzt gerade häufen wissen wir also derzeit noch nicht. Wir wissen nur, dass sie sich häufen und das ist ein Problem. Noch ein Virus? Nein, danke. Wie gesagt, die Affenpocken sind bisher mild, es könnte schlimmer sein, aber können sie uns deswegen egal sein? Nein, es gab Todesfälle bei früheren Ausbrüchen, auch bei der milderen westafrikanischen Variante. Man kann zwar nicht alles auf Deutschland direkt übertragen, zum Beispiel wurde auch von einer erhöhten Sterblichkeit von Kindern berichtet. Gleichzeitig ist die Kindersterblichkeit in den betroffenen Regionen allgemein höher als hier, sodass man so keine gezielte Aussage... Ja, das ist halt auch das Problem immer, wenn du so ein Virus kriegst, weil am Ende des Tages vielleicht sagt der Arzt so spontan, keine Ahnung wegen was, eigentlich du hattest Fußbruch oder Gelenkbruch, Digga. Der sagt, er ist jetzt an Affenpocken gestorben. Und das war ja auch bei Corona so, dass anfangs Leute, also sehr, sehr viele Menschen wegen was anderem verstorben sind, aber dann gesagt wurde, ja, das war jetzt wegen Corona. Weil der hatte ja auch Corona. Obwohl das halt gar nichts mit dem zu tun hatte oder einen Zusammenhang hatte. Über die Gefahr von Affenpocken treffen kann. Unabhängig vom Alter hängt die Sterblichkeit auch von der Qualität der medizinischen Versorgung ab, die hierzulande zum Glück hoch ist. Man muss aber trotzdem davon ausgehen, dass zum Beispiel immungeschwächte Menschen, zum Beispiel während einer Chemotherapie oder nach einer Organtransplantation, ein erhöhtes Risiko für ein... Abo hat die Todesakten ausgefüllt, er weiß Bescheid. Genau, ich war auch da, ärztliche Begleitung und so. Auch die Pusteln, die sich bei Affenpocken bilden, sind nicht immer harmlos. Sie können nicht nur bleibende Narben hinterlassen. Ey, ich habe ein paar Fotos gesehen von diesen Affenpocken, wo ein Kind das hatte oder so. Das sah wirklich nicht so gut aus, also, ey, Digga.
Irgendwie auf seinen Augen waren diese Pocken und er konnte auch nichts mehr sehen. Also das sah wirklich sehr, sehr gruselig aus. Ich schwöre, das sah todesgruselig aus. Sie können sich auch in den Augen bilden Krank. Und diese beschädigen. Und es gäbe die theoretische Gefahr, dass das Virus hier endemisch, also hier heimisch wird und wir dann immer wieder Ausbrüche hätten. Entweder indem es sich besser auf uns Menschen als Wirt anpasst oder indem es auf eine hier heimische Tierart überspringt. Ob es in Europa jetzt überhaupt eine Tierart gibt, bei der sich dieses Virus langfristig festsetzen könnte, ist bisher nicht bekannt. Aber man muss es halt auch nicht drauf ankommen lassen, ne? Kurz gesagt, es wäre besser, wenn sich dieses Virus nicht unkontrolliert ausbreiten würde. Deswegen sollten wir entschlossen, schnell und abgestimmt handeln. Affenpocken, To-Do-Liste. Die medizinischen Fachgesellschaften schlagen drei Maßnahmen vor. Erstens, Ausbruchsmanagement durch nicht-pharmakologische Interventionen. Was heißt das? Erstmal Symptome erkennen. Zu den frühen Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten. Ein paar Tage später typischerweise Ausschlag, oft im Mund- und Genitalbereich. Erst als flache rote Flecken, dann als eitrige Pusteln. Bei Verdacht natürlich sofort zum Arzt gehen. Außerdem Infektionswege kennen. Affenpocken sind nicht nur, aber in erster Linie durch engen Körperkontakt übertragbar. Besonders ansteckend. Ich kann gar nicht Pickel sehen und so. Ich krieg richtig einen Knacks dadurch. Voilà. Pickel und so, Digga. Ansteckend ist der Hautausschlag, der anfangs auch nicht so besonders auffällig sein muss. Es ist also zum Glück nicht wie bei Corona, dass man schon Singen in geschlossenen Räumen vermeiden muss, sondern eher wechselnde Sexualpartner oder das Teilen von Betten und Kleidung. Unterkapitel. Aber krass, dass es auch dadurch so krank stärker verbreitet werden kann. Heftig. Naja, eigentlich selbstverständlich, oder? Ich meine, du musst denken, das ist ja das Intimste, was es gibt. Ja, okay, doch, eigentlich selbstverständlich. Affenpocken, Sex und Männer. Momentan stecken sich überproportional Männer an, die Sex mit Männern haben. Die medizinische Gruppenbezeichnung MSM, Men Who Have Sex With Men, umfasst Schule. Ich musste irgendwie an MSN denken. Kennt ihr noch den Messenger? MSN waren damals noch Oldschool-Times, Digga. Damals hat niemand Facebook oder Instagram benutzt. Bisexuelle und halt allgemein Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist erstmal eine wichtige Info, eine wichtige Korrelation, die man kennen sollte, um sich gegebenenfalls von einem erhöhten Infektionsrisiko zu schützen. Gleichzeitig muss man verstehen, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Als schwuler Mann habe ich ein statistisch erhöhtes Risiko, mich anzustecken, aber meine sexuelle Orientierung ist nicht die Ursache dafür. Viren wissen ja nichts von sexueller Orientierung. Sie übertragen sich da, wo Kontakt ist, im Fall Affenpocken bei engem Körperkontakt, egal ob sexuell, homo oder hetero oder auch nicht sexuell. Kampfsportturniere, Wechseln von Trikots nach Fußballspielen, Kita-Gruppen, das wären auch geeignete Infektionsherde. Und wenn man die aktuellen Ausbrüche nicht schnell... Digga, ich glaube wirklich, bald wird so eine Zeit kommen, wo gefühlt jeder Mensch so paranoid sein Vater sein wird. Wisst ihr, was ich meine? So wirklich, der wird paranoid bis zum geht nicht mehr sein. Und entschlossen eindämmt, wäre es naheliegend, dass solche Orte als Risikoorte folgen. Dass Sex bei Affenpocken gerade so im Fokus steht, ergibt sich aus einem viel allgemeineren Zusammenhang, nämlich je enger der Körperkontakt, desto höher das Risiko. Und viel enger als... Ist doch erst neu raus. Wieso weiß sie so viel darüber? Die labert viel, mag die nicht. Hä, was ist denn schlimm daran, wenn die ein Aufklärungsvideo dazu macht? Ich weiß ja, also ein paar Leute haben sie so gerade kritisiert im Chat, habe ich auch gesehen. Und die 4000 Dislikes auch. Also ich sehe nichts Negatives an dem Video. Ist doch gut, wenn sie aufklärt. Das ist auch generell ihr Content. Also sie redet halt immer so über Physik, Biologie, dies, das. Ist doch, hä, wen stört das? What the fuck? Manchmal hinterfrage ich wirklich Menschen, was euch stört, Digga. Dann guckst du euch doch nicht an. Die Affenpocken werden nicht als klassisch sexuell übertragbare Krankheit verstanden. Doch dieses Missverständnis setzt sich gerade fest. Stell dir vor, sie hätte nicht so früh darüber geredet. Hätten die Leute gesagt, hä, jetzt ist es eskaliert. Wieso reden die Leute so spät darüber, jetzt wo alle tot sind? Ja, ist doch gut, wenn sie jetzt drüber redet. Ungeschützter Sex sei ein Risiko, was bei Affenpocken jetzt aber erstmal Quatsch ist. Ja, Affenpocken konnten teilweise im Sperma von Infizierten nachgewiesen werden. Das kann auch bei anderen Viren passieren. Das Virus verteilt sich bei einer Infektion übers Blut im ganzen Körper. Aber da wir ja wissen, dass enger Körperkontakt an sich schon zu Ansteckung...
Die spoilert Affenpocken-Arc. Ja, ich schwöre, Abu Jack, die Leute reden so, als ob sie irgendein Anime spoilert. Infizierte sollen für die Dauer von 21 Tagen in wirksamer Isolation verbleiben. Das Gute ist, man muss jetzt nicht so wie bei Corona Angst haben, dass man während der Isolation innerhalb eines Haushalts dasselbe Zimmer mit Aerosolen füllt. Und die Isolation dürfte sehr wirksam sein, um Infektionen. Ja, das ist halt auch das, was ich rausgehört habe und das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Es ist nicht so leicht übertragbar wie Corona zum Beispiel. Corona war ja so, wenn ich im selben Aufzug sitze mit jemand, der Corona hat und der hustet oder was weiß ich was oder sogar nur ein kleines Spucktröpfchen in meine Stratosphäre geht, hatte ich schon Corona, aber das ist ja zum Glück, Alhamdulillah, nicht so krank schnell verbreitbar. So durchbrechen. Die zweite Maßnahme, die hier vorgeschlagen wird, ist die Vorbereitung einer Impfstrategie. Nicht flächendeckend, das braucht es nicht, so wie wir die Affenpocken gerade verstehen, aber bei den Jüngeren, die jetzt keine Pockenimpfung hatten, könnten zum Beispiel Ringimpfungen sinnvoll sein. Dabei werden gezielt nur die Kontaktpersonen. Ich schwöre, ich weiß nicht. Also in letzter Zeit, ich höre wirklich nur Impfungen, Impfungen, Impfungen. Ich kann dieses Wort Impfungen nicht mehr. Personen um einen Infizierten herum geimpft. Was sagt am Ende des Tages auch, ich will nicht Verschwörungstheoretiker seinem Vater machen und einer auf den sagen, ja, Impfungen sind sinnlos oder was weiß ich was, aber wirklich, in letzter Zeit gibt es zu viele Impfungen. Boah, lass mich in Ruhe mit Impfungen. Ich kann es nicht mehr hören. Praktisch ist nämlich, dass Pockenimpfstoffe noch kurz nach der Infektion wirken können. Das heißt, irgendwann kriege ich 4 Arme und kann fliegen. Prevex, was laberst du? Es auch noch in der frühen Inkubationszeit gegeben werden können. Gibt es den Impfstoffe? Ja. In der EU gibt es einen modernen Pockenimpfstoff, also gegen die normalen Pocken. In den USA... Und schon wieder promotet sie Impfungen, an denen ihr Mann beispielsweise die Firma ihres Mannes mitverdient. Niemals. Hä, ihr Mann ist so Dings, Apotheker, einer auf den er macht Impfungen und so, oder was? Heftiger Modus. Da ist er aber auch explizit gegen Affenpocken zugelassen und Deutschland könnte da gegebenenfalls nachziehen. Eine Prüfung dieser Option sollte zeitnah durch die EMA, EU-Zulassung und die STIKO-Impfempfehlung erfolgen. Und die dritte Maßnahme sind Medikamente. Affenpocken heilen normalerweise innerhalb von 2 bis 4 Wochen von alleine wieder ab, aber sollte es doch mal einen schweren Verlauf geben, gibt's das an... Also bei ihr deshalb ist sie in Kritik geraten. Ihr Mann ist in ein Pharmaunternehmen. Er hat sie jetzt Sponsoring mit Impfung oder was? Anti-Affenpocken-Medikament Tecovirimat. Ein zweites Medikament ist zumindest in den USA gegen die normalen Pocken zugelassen und wirkt im Tierversuch auch gegen Affenpocken. Bei der Verfügbarkeit muss sichergestellt werden. So viel zur Stellungnahme. Verlinken wir euch natürlich auch unten. Also, können die Affenpocken eine neue Pandemie werden? Wenn ihr unter Pandemie sowas wie Corona versteht, dann nein. Dafür gibt es momentan keinen Grund zur Annahme. Die Krankheit ist Alhamdulillah bekannt, sie breitet sich langsamer aus und auch nur durch engen Körperkontakt. Wir haben Impfungen und Medikamente. Aber es erledigt sich halt nicht von allein, sondern Ich meine, aber abgesehen von dem Kapitel jetzt mit Impfungen und so, war das Video ja trotzdem informativ. Also man muss sie jetzt nicht tothaten. Natürlich, das ist verwerflich, sein Vater so, wenn sie wirklich auf Krampf diese Impfungen an den Mann bringen will, weil sie sich denkt, ey, mein Mann soll da jetzt mitverdienen und dies und das. Aber trotzdem war das Video informativ. Fordert schnelles und konsequentes Handeln. Es wäre jetzt echt mega dumm, darüber die Kontrolle zu verlieren. Nicht nur, weil man Schäden und seltene Todesfälle mit verhältnismäßig wenig Aufwand vermeiden kann, sondern auch, weil man letztendlich mit jeder Infektion einem Virus die Chance gibt, zu mutieren. Laut dem Global Virum Project, einer Forschungsinitiative, deren Ziel es ist, zukünftige Pandemien proaktiv statt reaktiv zu bekämpfen, gibt es noch... Oh, jedes Tierdecker, jedes Tier, Viren und so, Virus, dies, das. Sie hat ja auch angeteasert, dass es angeblich bald von... Ey, also wirklich, ich bin todesconfused. Über 500.000 unentdeckte zoonotische Viren, also Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen können. Don Almir, voila, ich wollte da gar keinen Fitner streuen. Ich will da auch gar nicht in dieser Fitner jetzt drin sein. Ein Typ, der für Impfungen ist, gegen einen Typ, der nicht für Impfungen ist und so. Friends, voila, ich bin nicht so krass belesen in diesem Thema. Und ich will mich da auch nicht zu krass einmischen oder so. Oder da jetzt Fitner streuen. Oder dass wir streiten. Drauf. Hey, inshallah. Chillt. Wir haben dieses Video geguckt. Es war informativ. Es ist informativ und ja. Die können harmlos sein. Die können auch schlimmer sein als Corona. Es ist russisch Roulette, also... Man kann immer Pech haben, aber indem wir Menschen den Klimawandel vorantreiben, Lebensräume zerstören, Wildtiere jagen, Nutztiere auf kleinstem Raum halten und so weiter, drehen wir quasi immer öfter.
Die Tana schreibt, jeder soll machen, was er will, niemand soll zu etwas gezwungen werden. Die Meinung supporte ich auch auf jeden Fall. Also ich will auch nicht, dass irgendwer gezwungen wird, sich eine Impfung zu machen oder was weiß ich was. Natürlich, damit gefährdest du auch irgendwo andere Menschen, aber trotzdem bin ich kein Fan davon, dass ich mit einer Spritze zu jemandem hingehe und ihn indirekt dazu zwinge, sich diese Spritze zu geben, weißt du? Weil jeder Mensch sollte selber entscheiden, ob er sich diese Spritze, diese Impfung geben will oder nicht. Ich meine, wenn man so denkt, dann brauchen wir uns alle nicht streiten auch und alles ist gut. Hey, inshallah. Angst und Panik ist natürlich nie sinnvoll. Aber ernst nehmen sollten wir der Gefahr einer zweiten Pandemie unbedingt. Wenn nicht durch Affenpocken, dann halt durch eine der anderen 500.000 unentdeckten Viren. Kriege ich jetzt noch die Kurve zu einem gut gelaunten Ende? Nee, aber Also ich finde auch, aber die Frau macht teilweise ein bisschen zu viel Angst. Schürt auch ein bisschen zu viel negative Vibes und am Ende sagt sie dann so, ja, kriege ich jetzt die Kurve noch zu einem positiven Ende und so, keine. Ganz komisch Vibes, Digga. Nachdem du sagst, es könnten noch 500.000 Viren folgen und uns auseinandernehmen, dann bin ich ja schon ängstlich eingestellt. Ihr habt ja nicht für gute Laune abonniert. Ich will euch aber ein neues Funkformat vorstellen. Atlas, da kriegt ihr jede Woche... Ja, also... Ich weiß nicht. Was mir das Video gesagt hat, was es mir vermittelt hat, ich hatte auf jeden Fall mehr Angst, bevor ich das geguckt habe. Jetzt habe ich etwas weniger Angst, weil ich dachte mir erstmal in dem Artikel, wo ich das gelesen habe, wurde das noch viel schlimmer dargestellt und die Leute haben noch viel mehr Angst geschürt und so und viel mehr negative Emotionen. Es hat mich auf jeden Fall etwas beruhigt, aber trotzdem für eine Person, die sich gar nicht mit dem Thema auskannte oder geschweige denn wie ich vorher einen sehr schlimmen Artikel gelesen hat, macht das auf jeden Fall die Laune krank runter. Natürlich, sie muss am Ende des Tages trotzdem ehrlich sein, aber am Ende diese Aussage mit, ja, ich weiß ja nicht, jetzt noch 500.000 Viren folgen und so, das war ein bisschen unnötig, aber trotzdem ein gutes, informatives Video.